Tequila. Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Sven oder Skets und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ein relativ kurzes Video, aber es ist ein informatives Video und es ist ein sehr geiles Gameplay, was ich gestern Abend im Livestream erspielt habe. Genau, jetzt mal kurze Infos. Ich habe gestern Abend noch gestreamt, beziehungsweise gestern den ganzen Tag, 6 Stunden oder so. Zombies, Black Ops 3, das neue DLC Ascension habe ich ein bisschen gestreamt und dann bin ich auf 77 gestorben und dann dachte ich mir so, komm, zock's doch mal ein bisschen EW. Und das hier ist meine zweite Runde gestern gewesen. Ihr könnt es im Stream nochmal nachschauen. Das ist ganz gegen Ende vom Stream. Ich habe auch nach der Runde dann den Stream beendet. Auf jeden Fall ist das eine frei für alle, also eine Hardcore frei für alle Nuke, also ein frei für alle Deatomizer in Hardcore. In meiner zweiten Runde nach einer einmonatigen Pause ungefähr. Und ja, das Gameplay ist halt auf jeden Fall ziemlich chillig. Könnt ihr euch geben. Und ich wollte nochmal so ein paar Infos jetzt loswerden. Und zwar, jetzt ist ja auch der Trailer rausgekommen zu World War 2, beziehungsweise es wurde ja jetzt auch gesagt, dass es World War 2 wird, das neue COD. Und ich habe mir gedacht, ey cool, wird ja chillig. Endlich mal wieder ein altes Setting, so, ist geil. Und ich dachte mir dann so, wenn das rauskommt, dann werde ich dann wahrscheinlich auf jeden Fall 100 Pro, also wahrscheinlich werde ich wieder extremst aktiv sein, was YouTube betrifft. Und ich wollte jetzt einfach die Zeit nutzen, die ich jetzt noch habe, bis World War 2 rauskommt, um einfach noch so hochzuladen, worauf ich dann Bock habe. Ich werde auf jeden Fall wieder COD-Sachen machen, also COD-only. Es ist aber unterschiedlich. Es kann MW1 kommen, also MWR. Es kann IW kommen, es kann BO kommen, BO-Zombies, IW-Zombies, irgendwelche Funny Moments. Immer so, kommt drauf an, worauf ich gerade Bock habe und so. Und ich werde auch versuchen, jetzt die nächsten Tage... Oh, wow, what the fuck. Ich werde auch versuchen, die nächsten Tage einfach wieder ein bisschen öfters zu streamen, weil da habe ich auch ziemlich Bock drauf und einfach wieder aktiv zu werden. Und ihr könnt ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja mal ein Like oder so da lassen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ein Like für das Gameplay auf jeden Fall, weil das ist halt echt Baba. Ich meine, ey, einen Monat Pause und dann halt im Livestream auch noch erst spielt. Das ist meine erste, glaube ich, im Livestream erst spielte Nuke oder so. Auf jeden Fall ziemlich chillig. Ich bin damals schon auf die Nuke gegangen und ja, ich kann euch die... Genau, ich packe euch mal jetzt noch eben meine Klasse da rein. Mein Klassensetup von der Runde plus meine Score-Streaks. Denn es gibt ja jetzt auch diese verbesserten Streaks da. Könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es werden jetzt wieder Videos kommen, Call of Duty bezogen. Und ich denke mal, ab World War 2 kommen dann auch wieder Guides und hast du nicht gesehen. Also das, wo ich damals noch meine AW-Videos gemacht habe, so, ne? Werden wir dann mal schauen. Aber bis dahin ist noch ein Weilchen und in der Zwischenzeit wird dann Black Ops 3 kommen, IW, Black Ops 3 Zombies und auch PC-Gameplay, MW3 oder was weiß ich, Black Ops, Black Ops 2, muss ich mal schauen, je nachdem, wo ich halt, wie ich halt Bock drauf habe. Auf jeden Fall, hier ist das Video zu Ende. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein, viel Spaß und tschö. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! LOL! Korrekt! Alter, was? Nee, jetzt ist vorbei. Jetzt gehe ich off.